übrigens das Projekt in Oberhausen, das ist Europas größtes kommunales STEM-Projekt. Also mit Kranbau und so kurze Baustelle, die ja gefragt wird, da die ganze Gruppe in Oberhausen. Ich würde nur noch mal sagen, Nachhaltigkeit fängt ja auch beim Speis und Trank an. Nehmen Sie sich gerne, wir haben regionales Bier und auch Brötchen vom regionalen Fleisch, also greifen Sie gerne zu. Guten Hunger. Ja. Gibt es eine Frage? Ich ziehe den Hut vor Ihrem Mut. Das muss ich sagen. Zweiter Satz, ich war mein Leben lang Landwirt. Auf einer Sandbüchse, die nach Humus schreit. Nachdem ich Rentner geworden bin, habe ich auch bei der Reichsbodenschätzung mitgearbeitet und habe festgestellt, dass die guten Lösböden auch blass aussehen. Denen fehlt auch Humus. Also wenn Sie sowas machen, machen Sie das verantwortungsbewusst für die Söhne, nicht für sich. Da gibt es ein altes Sprichwort, reiche Väter, arme Söhne. Und das sehe ich bei Ihnen. Sie bauen ein hervorragendes Projekt, das akzeptiere ich, aber Sie müssen die Verantwortung haben, dass der Boden auch Lebensmittel produzieren muss. Und wenn dem Boden ständig Stroh entzogen wird, fehlt Ihnen der Humus und damit ist der Nährstoff für die Zukunft weg. Bitte nehmen Sie das auch bei Ihren Verhandlungen. Also ich war nach der Wende Behördenleiter für drei Kreise, Torgau, Oschatz und Torgau und Elitsch. Und bin stolz, dass damals gegen die Strohverbrennungsanlagen durch die Rhein, dass das nicht in meinem Gebiet Einzug gehalten hat. Das ist natürlich nicht vergleichbar. Sie heben das Stroh auf, ganz hervorragend, ziehen Hut. Aber wie gesagt, denkt dran, der Stroh braucht den Kreislauf im Boden, also der Boden braucht den Strom. Dankeschön. Ich danke auch sehr für die Gedanken. Wir versuchen das auch einzubetten. Wir haben es gerechnet. Also sollten die Ideen von der Frau Bundesbauministerin Geiwitz Wirklichkeit werden, dass in Deutschland 400.000 Wohnungen gebaut werden pro Jahr, dann ist es so, dass wir etwa 16% von der deutschen Getreidefläche bräuchten für den Strom. Da blieben also noch rein rechnerisch dann eben nochmal 74% übrig, 84% übrig. Und das wird reichen, um das einzubringen in den Boden. Das ist bei uns schon mitgedacht. Dass wir, also wir rauben ja nicht die ganzen Felder. Versammlung nicht kippen. Das ist ja gut. Danke. Ich wollte allerdings auch noch ganz kurz, bevor ich das Wort gerne übergebe, noch einen mitgeben, also weil eben hier politisch prominent sitzt. Und wir müssen auch mit einfachen Bildern arbeiten. Wir sind überzeugt, eben nach 100 Jahren kommt das Gebäude wieder dann zum Humus zurückgeben. Wir haben da einen sehr platten Spruch und wir würden uns freuen, wenn es auch ein Stück weit nach außen getragen wird. Auch wenn es schon ein Stück weit Geschichte ist, ist es aber so, wir haben, mein Kollege Thorsten Gehrig hat es gerade erklärt, wir produzieren seriell, wir können endlos produzieren.
Und wir können ein Einfamilienhaus spielen in einer Schicht. An einem Tag ist ein Einfamilienhaus komplett fertig. Am Montag ist es fertig bei uns produziert. Am Dienstag geht es auf die Straße. Am Mittwoch und Donnerstag wird es gerichtet. Wir schaffen es in 2 Tagen geschlossenen Rohbau hinzukriegen, weil es ein System ist. Es kommt quasi mit fertigen Teilen an. Auf einen Millimeter genau gepasst. Und erst am Freitag geht Fridays for Futures auf die Straße. Das heißt, wir retten am Donnerstag die Welt. Und ich möchte das als Bild euch wiedergeben. Nutzt es im Megafon, nutzt es im Wahlkampf. Wir haben es lang genug versucht mit den Grünen und den Roten Regierungsparteien. Keiner hört uns zu, wir haben viele andere zu tun. Ich möchte mit denen nicht tauschen. Aber es ist an der Zeit, dass wir die Geschwindigkeit erkennen, die wir selbst in Deutschland schaffen, um beispielsweise gesund einfach zu bauen. Ich sehe jetzt ein Beispiel dafür. Danke dafür. Und jetzt übergebe ich sehr gerne in den Abend und ja, fühlt euch wohl und genießt.